So, herzlich willkommen zur Vorlesung Diskrete Strukturen. Wir machen im Kapitel Kombinatorik weiter und wir müssen mal schauen, ob wir vielleicht es schaffen, das Kapitel Kombinatorik heute auch abzuschließen. Wir hatten schon einiges gesprochen über Zählen und verschiedene Spiele, Würfelspiele, Spiele wie 6 aus 49 oder Kartenspiele. Und jetzt wollen wir noch ein bisschen weitere Verteilungsprobleme uns anschauen. Aus Zeitgründen werde ich bestimmte Sachen weglassen, vielleicht um das gleich mal deutlich zu machen. Hier insbesondere diese Sterling-Zahlen erster Art, die werde ich nicht behandeln. Sie können sich das gerne im Skript angucken, wenn Sie wollen. Das werde ich aber nicht selber behandeln und entsprechend wird das auch nicht in der Klausur vorkommen. Aber für diejenigen, die es interessiert, habe ich es einfach mal drin gelassen. Sie sehen, es gibt Sterling-Zahlen erster Art und Sterling-Zahlen zweiter Art. Wir werden hier auch im Folgenden die Sterling-Zahlen zweiter Art behandeln. Es geht da um Verteilungsprobleme und das möchte ich auch wieder zuerst mal ein bisschen anschaulich erläutern, was für Probleme kann man da sich überlegen. Wir hatten schon das eine Verteilungsproblem besprochen, nämlich, dass man K-Fußballspiele auf N-Austragungsorte verteilen will, auf N-Austragungsorte verteilen will oder eben ein anderes Beispiel, dass man K-Euro-Münzen auf N-Menschen verteilen will. Bei solchen Sachen kann man sich immer fragen, sind das nicht dieselben Probleme? Es klingt alles so ähnlich, man muss da aber differenzieren. Und das ist sehr wichtig, dass man bei all diesen Verteilungsproblemen sich genau überlegt, was verteile ich hier? Zum Beispiel, wenn Sie Fußballspiele verteilen auf Austragungsorte, dann können Sie sowohl die Austragungsorte unterscheiden als auch die Fußballspiele. Weil wenn es darum geht, findet das Endspiel in Berlin oder in München statt, das macht natürlich einen Unterschied, nicht? Die Münchner hätten es vielleicht lieber hier, die Berliner lieber in Berlin. Insofern kann man sowohl die Spiele unterscheiden und zwischeneinander, als auch die Austragungsorte. Bei K-Euro-Münzen auf N-Menschen, es sei denn, Sie interessieren sich für die einzelnen Prägungen der verschiedenen Münzen, geht man im Allgemeinen davon aus, dass alle Münzen identisch sind und damit nicht unterscheidbar. Die Menschen dagegen sehr wohl. Ist völlig klar, wenn ein Mensch alle Münzen kriegt und die anderen nichts, macht das einen großen Unterschied, als wenn ein anderer alle kriegt, nicht? Also zumindest für die jeweiligen Menschen. Also das Menschen kann man unterscheiden, Euromünzen im Allgemeinen nicht. Und so kann man eben ein bisschen differenzieren bei Verteilungsproblemen, was lässt sich unterscheiden, was nicht. Wenn ich zum Beispiel sage, wie viele Möglichkeiten gibt es, K-Weihnachtsgeschenke unter N-Kindern zu verteilen, sodass jedes Kind mindestens ein Geschenk kriegt. Jetzt sehen Sie hier zum Beispiel interessant eine Randbedingung. Plötzlich sage ich nicht nur einfach irgendwie verteilen, sondern ich sage, jedes Kind muss außerdem mindestens ein Geschenk kriegen. Sprich, Verteilungen, wo irgendein Kind leer ausgeht, sind plötzlich nicht mehr zulässig. Und dann die Anzahl zulässiger Möglichkeiten ändert sich natürlich dadurch, dass ich bestimmte Konfigurationen a priori ausschließe. Und hier Weihnachtsgeschenke und Kinder. Die Idee ist, dass sowohl die Kinder als auch die Geschenke unterscheidbar sind, nicht? Können Sie sich vorstellen, wenn der Sohnemann, wir haben das selber, unbedingt die Lego-Burg kriegen will und das Mädchen möchte den Fußball kriegen, so ist das bei uns zum Beispiel, wenn Sie das dann vertauschen und der Junge den Fußball und das Mädchen die Lego-Burg kriegt, dann passt es halt nicht, ne? Also die Geschenke kann man natürlich unterscheiden und die Kinder auch. Entsprechend können Sie aber eine andere Frage, Verteilungsfrage stellen, wo Sie sagen, wie viele Möglichkeiten gibt es, K-Weihnachtsgeschenke in N-Päckchen aufzuteilen? Hier, warum Päckchen? Päckchen unterscheiden sich von Kindern in dem Sinne, dass Kinder unterscheidbar sind und die Päckchen sollen nicht unterscheidbar sein. Na, können Sie sich vorstellen, alles lauter gleiche Buchsen. Natürlich gibt es auch Fälle, also unsere Kleinste, die würde einen Unterschied machen, ob es in rosa Papier oder in hellblauem Papier verpackt ist, aber das lassen wir mal außen vor. Die Idee ist also hier mit dem Päckchen, dass die nicht unterscheidbar sind. Die Geschenke aber sehr wohl. Und hier sehen Sie auch hier wieder die Randbedingung, jedes Päckchen soll mindestens ein Geschenk enthalten. Das ist eine Randbedingung, die haben wir bisher noch nicht so im Detail
besprochen, wie man die eigentlich sozusagen umsetzt. Und das macht das Verteilungsproblem etwas schwerer, weil ich nicht einfach jedes Geschenk zufällig in Pakete verteilen kann, sondern gucken muss, damit das kein Paket und kein Kind leer ausgeht. Und dadurch ändert sich natürlich die Kombinatorik ganz erheblich. Und dann kann ich sagen, wie viele Möglichkeiten gibt es, N-Euro-Münzen unter K-Kindern zu verteilen. Wieder Euro-Münzen sind nicht unterscheidbar und die Kinder sind sehr wohl unterscheidbar. Und dann kann ich gucken, wie viele Möglichkeiten, N-Euro-Münzen in K-Päckchen aufzuteilen, sodass in jedem Päckchen mindestens eine Münze. Hier ist also der Fall, dass beide nicht unterscheidbar sind, weder die Euro-Münzen noch die Päckchen. Na, und das bedeutet, ob ich Münze 1 in Päckchen 1 und Münze 2 in Päckchen 2 oder umgekehrt, das macht keinen Unterschied, weil die Münzen sowieso identisch sind und die Päckchen auch. Und deswegen kann man diese verschiedenen Fälle gar nicht differenzieren. Und das bringt uns auf die sogenannten Sterling-Zahlen zweiter Art. Hier für den Fall K Weihnachtsgeschenke unter N Kindern zu verteilen, sodass jedes mindestens ein Geschenk erhält. Jetzt kann man sich gleich fragen, das ist immer die wichtigste Frage beim Zählen, wie repräsentiere ich eigentlich mögliche Lösungen? Und da haben wir schon gesehen, gibt es immer wieder diese zwei Fälle, dass ich die Lösung entweder als Menge repräsentiere oder, so wie hier jetzt, als Tupel repräsentiere. Hier ist sie also als Tupel repräsentiert, S1 bis SK. Und wofür, und die sind aus n hoch k, also das ist eine Zahl zwischen 1 und n. Und hier ist SI, ist das Kind, was das ite Geschenk erhält. Und jetzt haben wir ja gesagt, alle n-Kinder müssen mindestens ein Geschenk enthalten. Und deswegen kann man sagen, das kann man hier gewährleisten, indem man sagt, die Anzahl dieser S1 bis SK, wenn ich die alle diese als Menge betrachte und die Kardinalität berechne, dann ist das n. Genau. Also zum Beispiel, um das konkret zu machen, ne, das ist also jetzt ein bisschen eine andere Darstellung, die wir so, glaube ich, noch nicht gehabt haben. Wie gesagt, SI, das ist das Kind, was das ITE-Geschenk erhält. Wenn ich jetzt also beispielsweise sechs Geschenke auf vier Kinder verteilen will, dann kann man das durch solche Tupel darstellen. Vielleicht mal ein bisschen, bevor ich jetzt weitergehe in dem Trott der Folien, ein bisschen abstrahieren, was ist eigentlich das Problem? Warum können wir das nicht mit den bisherigen Methoden einfach lösen? Ne? Man könnte ja sagen, gut, wir haben sechs Geschenke auf vier Kinder. Dann nehme ich doch erstmal vier Geschenke und verteile die irgendwie. Für das erste Geschenk. Und dann könnte man vielleicht auf die Idee kommen, okay, dann habe ich vielleicht vier Fakultätmöglichkeiten, die irgendwie zu verteilen. Denn ich muss ja sicherstellen, dass jedes Kind ein Geschenk kriegt. Das heißt, wenn ich das erste Geschenk irgendeinem Kind zuordne, da habe ich vier Möglichkeiten, dann hat das Kind sein Geschenk. Für die nächsten drei mache ich es dann einfach so, dass ich die nur den drei übrigen verteile. Dann habe ich also drei Möglichkeiten mal zwei für die letzten, für zwei. Und dann habe ich ja noch zwei Geschenke übrig. Ich soll ja sechs. Dann kann ich einfach diese zwei Geschenke, die kann ich jetzt irgendeinem Kind zuordnen, weil jedes Kind hat ja jetzt schon mal sein Geschenk. Also mit vier Fakultät hätte ich sozusagen allen Kindern mindestens ein Geschenk. Und dann könnte ich doch noch für jedes 4 hoch 2 dazu machen. Das heißt, die letzten zwei Geschenke, da habe ich für jedes vier Möglichkeiten. Das können Sie sich selbst überlegen, ist nicht richtig. Ja. Und zwar diese Idee, dass man von den sechs Geschenken erstmal vier auf alle vier Kinder, auf vier Kinder verteilt und die übrigen auf zwei Geschenke auf beliebige Kinder. Das passt nicht. Da wird man nämlich nicht alle möglichen Verteilungen drin haben in dieser Zählung. Zum Beispiel kann es ja durchaus sein, dass das erste Kind die ersten beiden Geschenke kriegt. Kann sogar sein, dass das erste Kind die ersten drei Geschenke kriegt.
Vier Geschenke kann das Kind nicht kriegen, weil sonst gehen die drei anderen Kinder leer aus oder irgendeins mindestens geht dann leer aus. Das heißt, es ist völlig klar, auch nach diesem Schubfachprinzip, was wir gesehen haben, wenn ich sechs Geschenke auf vier Kinder verteile, dann kann jedes Kind maximal drei Geschenke kriegen. Nicht? Aber nichtsdestotrotz wäre es denkbar, dass die ersten drei Geschenke an Kind 1 gehen. Das wäre durchaus zulässig und das hätte ich in dieser Art Zählung nicht dabei. Ja, und dann könnte man sagen, na gut, dann muss ich halt noch multiplizieren mit der Anzahl Möglichkeiten, vier Geschenke aus sechs auszuwählen. Ja? Und da sehen Sie, wenn man so anfängt zu zählen, ich nehme, wie viele Möglichkeiten habe ich, vier Geschenke aus sechs auszuwählen, dann multipliziere ich mit der Anzahl Möglichkeiten diese vier Geschenke auf vier Kinder zu verteilen, sodass jedes eins kriegt. Und die letzten zwei Geschenke, da habe ich dann nochmal 4 hoch 2 Möglichkeiten. Das ist aber auch nicht richtig, weil bei dem ersten Fall hätte ich zu wenig gezählt, bei dem zweiten, weil manche nicht vorkommen. Bei dieser zweiten Zählung habe ich plötzlich zu viel gezählt, nicht? Das kann man sich auch überlegen, wenn man sozusagen hier die Kinder hat. 1, 2, 3, 4 Kinder und jetzt verteile ich die Geschenke, nicht? Und dann komme ich vielleicht drauf, dass ich hier Geschenk 1 kriegt das Kind 1, Geschenk 2 kriegt das Kind 2 und hier mache ich die Geschenke 3 und 4, kriegen meinetwegen die Kinder 3 und 4 und dann mache ich danach im zweiten Schritt die Geschenke 5 und 6, die verteile ich noch meinetwegen an das Kind 1 und 2. Ich kann aber auch anders auswürfeln, dass nicht die ersten vier Geschenke zuerst genommen werden, sondern dass meinetwegen die Geschenke 5, 6, 3, 4 zuerst verteilt werden. 5, 6, 3, 4. Nicht? Das sind also diese in Kästchen sollen die Geschenke sein. Und oben, das sind sozusagen hier die Kinder, die vier Kinder. Und das sind die Geschenke, die ich sozusagen in zwei Schritten verteile. Und das ist auch schon irgendwie das Problem, dass man hier immer in zwei Schritten vorgeht, dass man erst vier Geschenke auf vier verteilt und dann zwei übrige auf die anderen. Und wenn man das hier sozusagen anders permutiert und zuerst die Geschenke 5, 6, 3, 4, 5, 6 verteilt und danach die Geschenke 1 und 2, dann sehen Sie, haben Sie eine andere Konfiguration, die aber eigentlich identisch ist, weil sozusagen die Geschenke, die das Kind 1 bzw. 2, 3 und 4 kriegen, sind genau die gleichen, die Sie hier auch gekriegt haben. Sie haben also dieselbe Konfiguration am Ende doch zweimal gezählt. Das heißt, in dieser Zählung wähle erst 4 von den 6 Geschenken aus, alle möglichen Kombinationen 4 von 6 zu wählen und dann verteile die 4 an 4 verschiedene, an die 4 Kinder und dann die letzten 2 noch an, irgendwie, dann haben Sie in dieser Zählung Sachen doppelt gezählt. Und das ist das Problem. Und wenn man das genau überlegt, merkt man, es liegt unter anderem eben daran, dass ich das in so einem Zweischrittverfahren versuche zu lösen, dass ich erst 4 Geschenke verteile und dann noch 2 weitere und Sie sehen schon, irgendwie kommt man so nicht so leicht auf den grünen Zweig. Also mit den Methoden, die wir so bisher gehabt haben, kann man dieses Zuordnungsproblem nicht so richtig gut in den Griff kriegen. Genau. Ja, deswegen also hier diese Darstellung mit den SI, nicht? Also wenn ich zum Beispiel hier 6 Geschenke auf 4 Kinder verteile, dann kann ich das durch so eine Tuppeldarstellung, die Lösung. Das heißt, hier ist S1 gleich 3. Das heißt, dass das erste Geschenk geht an Kind 3. Das zweite Geschenk geht an Kind 1. Das dritte wieder an Kind 3. Das vierte an Kind 2. Fünfte an Kind 2. Und das sechste geht an Kind 4. Genau. Das heißt, diese Geschenke 1 bis 6 werden an diese Kinder ausgehändigt. Und der Vektor, der kodiert genau die Kinder in der Reihenfolge, wie die Geschenke verteilt. Wichtig ist, das ist die Anzahl der Möglichkeiten. Diese Konfiguration hier ist nicht zulässig. Sie sehen schon, weil in diesem Vektor, der immer ansagt, an welches Kind welches Geschenk geht, taucht die 1 gar nicht auf. Das Kind 1 geht ja hier leer aus, das heißt, wenn ich dann die Menge der Elemente als Menge betrachte, dann hätte ich hier diese Randbedingung nicht erfüllt. Nicht? Die stellt nämlich sicher, dass alle Kinder auch auftauchen in dieser Zählung.
Das heißt, alle Zahlen zwischen 1 und n müssen mindestens einmal in diesem Vektor vorkommen. Genau. Und damit habe ich quasi mit dieser Randbedingung stellt also sicher, dass ihr, ups, jetzt ist es gesprungen, Entschuldigung, jedes Kind mindestens ein Geschenk. Das heißt, jede Zahl muss in diesem Tupel mindestens einmal auftauchen. Und wenn ich das kann ich immer sicherstellen, indem ich sage, als Menge betrachtet soll, dass die Kardinalität n haben. Das heißt, alle n-Zahlen sollen auftauchen. Wir können auch ein bisschen mal gucken, wie sieht fnk, das ist also dieses fnk, wie sieht das aus für k größer gleich n? Ist es nicht leer? Für k kleiner n ist es allerdings die leere Menge. Warum? Völlig klar, wenn ich k Geschenke auf n Kinder verteilen will und jedes Kind mindestens ein Geschenk haben will, dann muss ich ja mindestens n Geschenke haben, damit jedes Kind eins kriegen kann. Und wenn ich weniger als n Geschenke habe, ist klar, dass ein Kind leer ausgeht und damit ist das keine zulässige Verteilung. Genau. Was auch klar ist, wenn Sie genau n Geschenke haben und n Kinder, dann können Sie sehr einfach ausrechnen, wie viele Möglichkeiten es gibt. Dann gibt das dieses klassische n-Fakultät-Möglichkeit. Vielleicht nochmal zur Erinnerung, warum? Ich habe n Geschenke an n Kinder, das heißt, jedes Kind kann genau ein Geschenk kriegen. Sprich, sobald ein Kind bedient ist, darf es kein Geschenk mehr kriegen, weil sonst geht irgendein anderes Kind ja leer aus bei n Geschenken mit n Kindern. Und das heißt, für das erste Geschenk habe ich n mögliche Kinder. Und wenn ich das Kind bedient habe, habe ich für das nächste Geschenk dann nur noch n-1 mögliche Kinder, für das übernächste n-2 und so habe ich dann n-Fakultät. Entweder durch die Kinder oder Sie können es auch umgekehrt sagen, Sie können sagen, das erste Kind tritt an und kann sich eins von n-Geschenken aussuchen, das nächste hat dann noch die Wahl aus n-1 Geschenken und n-2 und so weiter. Das heißt, auch da kommen Sie letztlich auf n-Fakultät mögliche Verteilungen. Genau. Jetzt kommt aber die Frage, wie kann man jetzt diese Menge Fn, die wir hier haben, wie kann man die jetzt zählen? Das heißt, was ist die Kardinalität dieser Menge Fnk? Das ist das, was uns interessiert. Für N-Geschenke wissen und N-Kinder wissen wir es, da ist es N-Fakultät. Aber wie sieht es aus für sozusagen, wenn Sie mehr Geschenke als Kinder haben? Dann ist das nicht mehr trivial. Dann müssen Sie einmal sicherstellen, dass jedes Kind ein Geschenk kriegt, aber Sie müssen auch gucken, dass Sie sozusagen die zu viel Geschenke auch noch irgendwie verteilen und dadurch ergeben sich natürlich mehr Möglichkeiten. Und was wir jetzt machen, das haben wir schon ein paar Mal gemacht, ist ein Trick, dass wir nämlich eine äquivalente Darstellung finden. Also wir wechseln die Darstellung und das haben Sie gesehen, ist immer wieder der Trick beim Zählen verschiedener Mengen, der Kardinalität von Mengen, wenn Sie Richtung Wahrscheinlichkeit gehen wollen, wissen wollen, wie viele Möglichkeiten gibt es, ein Straight Flush zu haben, wie viele Möglichkeiten gibt es, 6 aus 49 zu ziehen, all diese Fragen, wie wahrscheinlich ist eine bestimmte Lottokombination, bei all diesen Fragen müssen wir zählen. Und immer wieder ist der Schlüssel zum Erfolg, dass man die geeignete Darstellung findet, der Lösungsmenge, einer zulässigen Lösung, der Art, dass ich die gut zählen kann. Jetzt haben wir hier dieses Tupel, was mir sagt, an welches Kind welches Geschenk geht. Das war das hier links. 3, 1, 3 hieß sozusagen, das erste Geschenk geht an Kind 3, das zweite an Kind 1, das dritte an Kind 3. 3 wieder und so weiter. Was wir jetzt machen, ist anders. Wir machen eine Mengendarstellung, ein Tupel, wo die Elemente selber Mengen sind. Na, wir haben also jetzt ein K-Tupel. Genau, Moment, wie rum machen wir es? Wir machen immer Mengen, wo wir letztlich sagen, wir haben ja 1, 2, 3, 4 Kinder. Und was wir hier aufzählen ist, welches Kind welche Geschenke kriegt. Ganz einfach, nicht?
Das heißt zum Beispiel, wenn das Geschenk 2 hier an Kind 1 geht und die 1 sonst nicht mehr auftaucht in dem Tuppel, heißt das, Kind 1 hat nur Geschenk 2. Und das ist genau diese Menge hier. Das heißt, die erste Menge ist einfach die Menge der Geschenke, die das Kind 1 kriegt. Und die zweite Menge, oh Wunder, 4, 5, ich mache es vielleicht mal in einer anderen Farbe, damit es ganz didaktisch deutlich wird, richtig rot, 4, 5, das sind die Geschenke, die das Kind 2 kriegt, ne, weil das die zweite Menge in dem Tuppel ist. Das heißt, wenn ich K Kinder habe, auf die ich Geschenke verteile, dann habe ich ein K-Tuppel, wo jedes Element im Tuppel eine Menge ist, nämlich die Menge der Geschenke. Und das Kind 2 kriegt die Geschenke 4 und 5. Woran sieht man das? Naja, weil wir hier die Geschenke 4 und 5 in dieser Darstellung haben wir ja an Kind 2 verteilt. Sprich, links haben Sie die Darstellung, die sozusagen vom Geschenk aus gesehen sagt, an welches Kind soll das Geschenk gehen. Das ist quasi das, was der Amazon-Paketbote wissen muss. Wo muss ich das Geschenk hinschicken, an welches Kind? Und rechts ist die Darstellung, die sozusagen kinderzentrisch ist, wenn Sie so wollen. Ne? Das ist die sozusagen für jedes Kind sagt, welche Geschenke kriegt denn das Kind 1. Ne? Das heißt, für den Amazon-Paketboten ist völlig egal, was das Kind noch für Geschenke kriegt. Der will nur wissen, wo muss dieses Geschenk hin. Das ist also die linke Darstellung. Die rechte Darstellung ist die von dem Kind. Das interessiert sich nicht, von wo die Geschenke kommen. Es will nur wissen, welche Geschenke habe ich am Ende, sozusagen wie viele und welche. Und das ist eine andere Darstellung. Kann man hier nochmal durchexerzieren. Hier sehen Sie es zum Beispiel. Das erste Geschenk geht an Kind 3, das dritte Geschenk geht auch an Kind 3 und damit hat das Kind 3 hier die Geschenke 1 und 3. Sonst keine. Und Sie können sich leicht überlegen, diese rechte Darstellung ist eine äquivalente Darstellung. Und was habe ich da? Das ist im Grunde eine Partition aller Geschenke. Das heißt, wenn ich die Menge aller Geschenke nehme und betrachte alle möglichen Partitionen in K-Klassen, in genau K-Klassen, dann habe ich das. Wobei Partition, wohlgemerkt, die dürfen nicht leer sein, die Menge. Ne? Weil jedes Kind muss ja mindestens ein Geschenk. Genau, das heißt, wir haben jetzt gesehen, wenn die Päckchen nicht unterscheidbar sind, dann ist eine gültige Aufteilung entspricht einer ungeordneten Partition der Zahlen 1 bis k in n-Äquivalenzklassen. Ja, hier sieht man das. Genau, wenn die nicht unterscheidbar sind, muss ich gucken, Vorsicht. Entschuldigung, hier ist ja ein Sprung. Wir machen jetzt nicht mehr K-Geschenke an N Kinder, sondern K-Geschenke in N Päckchen. Ja? Und der Unterschied ist, die Päckchen sind nicht unterscheidbar. Im vorherigen Fall, die Kinder waren sehr wohl unterscheidbar. Und woran erkennt man das in dieser Darstellung? Das ist zwar, sind lauter Mengen, die die Geschenke jedes Kindes haben, aber diese Mengen werden in ein Tuppel aufgenommen. Und Tuppel heißt, erste Stelle ist nicht dasselbe wie zweite Stelle. Die kann ich nicht vertauschen. Ich kann nicht einfach die Geschenke, die Kind 1 kriegt und die Kind 2 kriegt, vertauschen. Das wäre eine andere Zuordnung. Wie gesagt, meine Tochter freut sich mehr über einen Fußball als über eine Lego-Burg. Insofern, bei Kindern kann ich das nicht einfach permutieren. Bei Päckchen, wenn die alle identisch sind, das ist ja die Idee, wohlgemerkt schon. Und dann kann ich diese Partition darstellen in dieser Weise, dass ich einfach sage, ich nehme eine Menge von Mengen. Und da sehen Sie, ich habe einfach diese Geschenke in Mengen zusammengefasst. Und zwar habe ich die in N-Mengen zusammen. K-Geschenke in N-Mengen. Hier ist offenbar K gleich 6 und N gleich 4. Genau. Die Partition, die Anzahl der Partitionen von N-Elementen in K-Klassen
dass hier genau die Anzahl dieser Möglichkeiten, wie ich n-Elemente in k nicht leere Klassen aufteilen kann, das ist genau das, was man als Stirling-Zahl zweiter Art bezahlt, dieses snk. Unterscheidet sich wohlgemerkt von dem fnk, das war das mit den Kindern, ne? Vielleicht, wir machen das immer gern mit Kindern und Paketen. Das bezog sich auf die Verteilung von n-Geschenken auf k Kinder, k-Geschenke auf n Kinder. Vielleicht schreibe ich es genau hin, weil da kommt man nicht durcheinander. Nochmal zurück. Genau, fnk stand für k-Geschenke auf n Kinder. Ja, konkret. Und bei SNK ist das sozusagen K-Geschenke in N-Päckchen. Genau. Das ist also die Stirling-Zahlen zweiter Art, dieses SNK. Und bei der Verteilung auf die Kinder habe ich es anders. Da ist eben der Punkt, dass ich die Kinder unterscheiden kann. Die Päckchen kann ich nicht unterscheiden. Also da immer differenzieren. Genau, und jetzt ist die Frage, wie viele Möglichkeiten gibt es, n Elemente in k nicht leere Klassen einzuteilen? Und für jede Partition, die ich habe, gibt es K-Fakultät geordnete Partition. Ja, das ist der Unterschied zwischen, wenn ich jetzt die Anzahl der Möglichkeiten in Pakete zu verteilen, in Zusammenhang bringen zur Anzahl der Möglichkeiten auf Kinder zu verteilen, ist eben der Unterschied, dass die Pakete sich nicht unterscheiden, die Kinder sehr wohl. Und dann kann ich mich fragen, wie viele Möglichkeiten habe ich denn, diese gegebene Partition jetzt zu sortieren? Ja, und wenn Sie K-Elemente in der Partition haben, in diesem Fall K gleich 3, ne? K gleich 3 hier, da haben Sie also und die können Sie natürlich in 6 Möglichkeiten vertauschen. Ja, das erste Paket können Sie dem Kind 1 zuordnen oder dem Kind 2 oder dem Kind 3, wenn Sie 3 Kinder haben. Und dann haben Sie für das zweite Paket noch 2 mögliche Kinder und das letzte, da haben Sie nur noch das eine mögliche Kind. Deswegen gibt es 3 Fakultätmöglichkeiten. Das sind also 6 hier. 3 Fakultät gleich 6 Möglichkeiten, die zu verteilen. Und die haben wir einfach nur, um das anschaulich zu machen, Ihnen hier nochmal auseinanderklamüsert. Das sind also die Möglichkeiten. Die erste ist, dass das Paket 1 an Kind 1 geht, Paket 2 an Kind 2 und Paket 3 an Kind 3 ist. Also genau die Reihenfolge, wie sie auch hier in der Menge war, in der Mengendarstellung war. Und dann gibt es aber all diese anderen Möglichkeiten. Dass Sie zum Beispiel hier Paket 1 an Kind 2 geben, Paket 2 an Kind 1 und das dritte Paket weiter an Kind 3 und so weiter. Möchte ich jetzt nicht ins Detail gehen, aber es ist klar, dass sozusagen der Unterschied zwischen SNK und FNK ist genau dieser Fakultätsterm. Und jetzt muss man ein bisschen aufpassen. Wir haben hier wieder eine unterschiedliche Notation, das heißt die Reihenfolge von n und k, das ist eben eine Konvention. Hier bei f heißt es fnk, bei s heißt es skn, diese Verteilung. Genau. Und das sind jetzt diese, also das heißt, die Anzahl der Möglichkeiten auf Kinder zu verteilen, kann man relativ direkt berechnen durch die Anzahl der Möglichkeiten auf Päckchen zu verteilen und muss dann einfach nur noch mit n-Fakultät multiplizieren. Genau. Einfach weil die Päckchen sich nicht unterscheiden und die Kinder sehr wohl. Und jetzt ist die Frage, wie kann man das SKN berechnen? Diese Stirling-Zahlen zweiter Art. Und das ist relativ
pfiffig, das kann man über Rekursion berechnen. Das ist interessant vielleicht. Wir haben ja schon in der Vorlesung immer wieder über Rekursion gesprochen. Allerdings in der Kombinatorik haben wir es bisher fast gar nicht verwendet. Und jetzt verwenden wir doch mal die Rekursion, um diese Stirling-Zahlen zu berechnen. Und die Idee ist folgende. Wir überlegen uns, wie viele die Anzahl der Möglichkeiten, die 5 Geschenke auf 4 Päckchen zu verteilen. 5 Geschenke auf 4 Päckchen. Und jetzt, das sind, glaube ich, alle Möglichkeiten. Nicht alle. Was wir hier machen, ist, wir unterscheiden bei diesen Partitionen, wie wir die Geschenke verteilen. Doch, das sind alle Möglichkeiten, Entschuldigung. 5 Geschenke auf 4 Klassen gibt es nicht so viele. Warum? Weil ja jede Klasse mindestens ein Geschenk kriegen muss. Und dann ist völlig klar, bestenfalls kann irgendeine Klasse 2 Geschenke kriegen, hatte ich ja schon gesagt. Aber wenn Sie in irgendein Päckchen 3 Geschenke reinmachen, dann wird eins der 4 Päckchen, ein anderes der 4 Päckchen leer bleiben und das ist nicht zulässig. Das heißt, das sind durchaus alle Möglichkeiten in diesem Fall. Aber Sie können sich schon vorstellen, das ist natürlich, wenn ich 5 Geschenke auf 4 Klassen verteile, dann können Sie das noch so durchrechnen. Und das ist vielleicht allgemein gesprochen die Herausforderung bei all dieser Kombinatorik. Natürlich können Sie bei kleinen Problemen sich alle Möglichkeiten aufschreiben, genauso wie es hier passiert ist. Ja. Aber was, wenn Sie 17 Geschenke auf 13 Pakete verteilen müssen und wissen wollen, wie viele Möglichkeiten es gibt? Wenn Sie die alle per Hand aufschreiben, dann werden Sie ja dumm und dämlich. Ja. Da können Sie ewig rechnen, dann ist Weihnachten sozusagen schon vorbei, bis Sie fertig sind mit den möglichen Aufteilungen. Und deswegen ist die Idee, dass wir immer bei kleinen Beispielen das anschaulich machen. Hier kann man es explizit aufschreiben, aber eine Formel herleiten, die dann für allgemeine Verteilungsprobleme Gültigkeit hat. Und wie machen wir das jetzt? Wir teilen, das sind alle möglichen Partitionen, die Sie hier sehen. Wir teilen die auf in die Partitionen, in denen das 5. Element, also das letzte, sozusagen das n-te Element, was Sie in K-Pakete verteilen wollen, das n-te Element alleine dasteht hier. Das ist genau das, was Sie hier links sehen. Schon ist hier schon rot markiert, muss ich nicht machen. Das heißt, in diesen, auf der linken Seite haben Sie die 5 alleine stehen. Und dann haben Sie den Rest, das heißt die Konfigurationen, wo die 5 nicht alleine stehen. Und da ist also die 5 immer mit irgendeinem gepaart. Und wie viele gibt es da? In dem Fall 4 Möglichkeiten, weil ich kann die 5 immer mit einem der 4 anderen paaren. Das heißt, da gibt es dann 4 Möglichkeiten. Die übrigen sind dann natürlich allein. Genau. Und jetzt ist die Idee, was machen wir? Wir machen eine Rekursion in der Anzahl der Elemente, die ich verteilen muss. Das heißt, Rekursion. N, ich glaube, N hatten wir das genannt. N, hier ist N, N gleich 5 in diesem Fall. N gleich 5, K gleich 4. Genau, 5 Geschenke auf 4 Pakete. Und was wir natürlich machen wollen, ist, wir wollen wie immer bei der Rekursion den Rekursionsschritt sozusagen durchführen, uns also überlegen, wenn ich eine große Menge von Geschenken habe, wie kann ich das darauf reduzieren, um eins kleineres Problem zu lösen? Und das können wir uns anschauen, wenn wir hier die 5 entfernen aus diesen ganzen Verteilungen, dann enthalten wir auf der linken Seite die Partitionen, alle Partitionen von 4 Geschenken in 3 Klassen. Das ist also sozusagen um eins kleiner das Problem. Und rechts alle Partitionen von 4 Geschenken in 4 Klassen. Und da gibt es in diesem Fall natürlich nur eine. Genau. Und das heißt, im Grunde, was wir hier haben, 5 Geschenke auf 4 Klassen, das ist das große Problem. Und hier sehen Sie, taucht in dieser Verteilung auf das entsprechend kleinere Problem, nämlich 4 Geschenke auf 3 Klassen. Ne?
Das ist also n gleich 5, k gleich 4. Und hier habe ich n gleich 4, k gleich 3. Ne, weil ich ja gesagt habe, ich nehme die 5 separat. Und wenn ich die dann weglasse, dann habe ich offenbar ein Paket weniger und ein Geschenk weniger. Ne, und das ist sozusagen hier die Idee, dass ich hier in der Rekursion das Ganze um 1 kleiner mache. Und jetzt kann man noch gucken, jetzt kann man sozusagen das 5. Geschenk wieder dazu packen. Bei jeder Partition von 4 Geschenken in 3 Klassen ergibt sich eine Partition von 5 Geschenken in 4 Klassen, indem ich einfach diese 5 wieder mit reinnehme. Das heißt, für jede auf der linken Seite, hier sind es 1, 2, 3, 4, 5, 6, ergibt sich hier eine, indem ich einfach die 5 wieder reinpacke. Das bleiben also genau diese 6. Wohingegen, wenn ich auf der rechten Seite das 5. Paket wieder dazu packe, dann habe ich offenbar 4 Möglichkeiten, das 5. Paket hier mit reinzupacken, entweder mit der 1 oder mit der 2, mit der 3 oder mit der 4. Das heißt, für die linke Seite bleibt die Zahl dieselbe, für die rechte Seite habe ich aber 4 Möglichkeiten, die 5 hier dazu zu packen. Immer in jedes der vorhandenen. Das heißt, für jede Partition von 4 Objekten auf 4 Klassen ergeben sich 4 Partitionen von 5 Objekten in 4 Klassen. Und das führt zu dieser Rekursionsformel, die wir hier sehen. Das heißt, die Anzahl Möglichkeiten, 5 Geschenke auf 4 Pakete zu verteilen, ist genau gleich wie die Anzahl der Möglichkeiten, 4 Geschenke auf 3 Pakete zu verteilen, plus 4-mal die Anzahl der Möglichkeiten, 4 Geschenke auf 4 Pakete zu verteilen. Und das kann man zeigen, gilt allgemein. Das können Sie sich also überlegen. Das ist sehr analog übrigens zu dieser Rekursionsgleichung für die Binomialverteilung, die wir ja schon mal gesehen haben. Das ist nämlich n über k, kann ich schreiben als n minus 1 über k plus n minus 1 über k minus 1. Diese Rekursion hatten wir schon mal gesehen. Das ist zum Beispiel in diesem Pascalschen Dreieck, nicht? Sie erinnern sich, Pascalsches Dreieck, da ist das genau die Idee, dass immer die zwei oberen in Summe den unteren ergeben. Genau. Und die zwei oberen sind die mit in der Zeile mit n minus 1 und der darunter ist in der Zeile mit n. Genau, das haben wir also gesehen schon. Und das ist hier die analoge, eine analoge sozusagen Rekursionsgleichung, wo ich die Zahl, die mich interessiert, zerlegen kann in zwei Zahlen, die entsprechend kleiner sind. Einmal mache ich das sozusagen n und k kleiner und einmal mache ich nur n kleiner. Das ist also sozusagen analog oder ähnlich, kann man sagen. Es ist natürlich eine andere Rekursionsgleichung, aber vergleichbar. Die Rekursion, die ich nämlich kriege, ist, dass ich sage, snk ist sn minus 1 k minus 1 plus k mal sn minus 1 k. Das ist genau das, was wir hier jetzt für den Fall von 5 und 4 sozusagen im Detail vorgemacht haben. Und das kann man sich allgemein überlegen, dass wenn p eine Partition der n Elemente in k-Klassen ist, dann kann ich eben unterscheiden, ob die Menge mit dem Element n alleine drin steht, also sozusagen separat. Das heißt, das n-te Geschenk kommt in ein eigenes Paket ohne andere. Dann habe ich genau diesen Fall, den ich hier links hatte, sozusagen diese linke Seite, wo das 5. alleine stand. Das kann ich auch nicht mit dem 5., sondern allgemein mit dem n-ten machen. Und dann ist klar, dann habe ich sozusagen die Anzahl der Möglichkeiten, die ich da habe, das entspricht genau dem, dass ich n-1 Pakete in k-1 Klassen. Also wenn ich das 5. separat habe, dann ist die Anzahl der Möglichkeiten beschränkt dadurch, dass ich die anderen 4 in 4 verteilen muss. Beziehungsweise hier die anderen n-1 in k-1 Klassen. Und ansonsten, wenn das p irgendwo sozusagen das n nicht alleine drin steht, dann ist klar, es muss mit einem anderen zusammen sein. Und dann ist klar, dass ich die anderen, also die anderen übrigen von 1 bis n-1, die muss ich auf k-Klassen verteilen.
auf alle K-Klassen, weil das Ente ja nicht allein sein will, sozusagen. Das sind diese zwei Fälle, ne? Das ist quasi hier der erste Fall. Das hatten wir links gemacht, dass das fünfte Geschenk oder hier das Ente alleine ist. Hier ist der zweite Fall, dass das Ente nicht alleine ist, sondern mit einem anderen zusammen. Das heißt aber, dass die übrigen n-1 alle K-Klassen belegen müssen. Und deswegen ist das, entspricht das der Anzahl von Partitionen, wo die n-1 in K-Klassen verteilt werden. Und dann kann ich sozusagen bei jeder dieser kann ich das fünfte dazu machen. Und wie viele Möglichkeiten gibt es da? Da gibt es eben sozusagen K-Möglichkeiten, nämlich ich kann das fünfte Element in jede dieser K-Klassen. Wenn ich also die n-1 hier auf K-Klassen verteilt habe, in unserem Beispiel die ersten vier Geschenke, dann kann ich das fünfte Geschenk in eines dieser Pakete oder Klassen dazu packen. Und da gibt es K Pakete und in jedes kann ich dieses fünfte, das Ente reinmachen. Deswegen habe ich dann hier diesen Faktor k einmal. Und so sehen Sie, das heißt, das, was wir mit 5 und 4 hergeleitet haben, sieht man hier in der Rekursion, kann man allgemein für beliebige n und k machen. Nochmal vielleicht zur Erinnerung, hier geht es also darum, n Pakete auf K-Klassen, also n Geschenke in K-Pakete zu verteilen. Das muss man dann differenzieren von der Verteilung auf Kinder, die wir vorher hatten. Vielleicht nochmal kurz zur Erinnerung, der Unterschied ist eben dieser Faktor, der noch dazukommt hier. Das heißt, wenn ich von der Verteilung von Geschenken auf Kindern übergehe zur Verteilung von Geschenken, von der Verteilung von Geschenken auf Pakete übergehe zur Verteilung von Geschenken auf Kindern, dann kommt noch dieser Faktor KN-Fakultät ins Spiel. Den lassen wir jetzt erstmal weg. Also hier geht es darum, Geschenke in Pakete zu verteilen. Ja, und das heißt immer, dass in diesen Fällen diese Menge hier, wenn ich die anders permutiere, ist es immer noch die gleiche Menge. Deswegen steht das hier immer nur einmal da. Das wird nicht mehrfach gezählt, weil es keinen Unterschied macht. Ja, wie bei jeder Rekursion, jetzt haben wir also eine Rekursionsformel, diese Sterling-Zahlen zu berechnen. Wichtig aber bei jeder Rekursion ist, das muss irgendwo loslaufen. Sie können also für große n und k das ausrechnen, indem Sie es immer rekursiv für jeweils kleinere ausrechnen. Aber irgendwo, wenn Sie immer n und k immer kleiner machen, müssen Sie sich überlegen, wo soll es anfangen. Und da ist die Randbedingung, wenn ich N-Geschenke auf null Pakete verteile, das geht gar nicht. Da gibt es also sozusagen null Möglichkeiten. N-Geschenke auf N-Pakete zu verteilen, da gibt es genau eine Möglichkeit. Warum? Weil ich die Pakete ja nicht unterscheiden kann. Bei den Kindern hatten wir gesehen, wenn ich N-Geschenke auf N-Kinder verteile, dann gibt es N-Fakultätmöglichkeiten. Das ist genau, was ich eben schon gesagt habe. Dieser Faktor N-Fakultät, den ich dazufügen muss, wenn ich von Verteilung auf Pakete übergehe zu Verteilung auf Kinder. Genau, und deswegen habe ich, wenn ich auf Pakete verteile, in Geschenke, in N-Pakete, da jedes Geschenk kommt in ein Paket, da gibt es nur eine Möglichkeit, weil die Pakete ja nicht unterscheidbar sind. Genau, und damit habe ich eine Verankerung der Rekursion und damit kann ich jetzt die ganzen Sterling-Zahlen ausrechnen. Das ist eigentlich ganz nett. Das Problem an solchen Rekursionen hier ist allerdings, dass das mitunter aufwendig sein kann, weil ich hier ja auch eine doppelte Rekursion habe, ne? Also um ein großes SNK zu berechnen, muss ich die zwei kleineren berechnen. Um die zu berechnen, muss ich wieder jeweils zwei kleinere und dann sehen Sie, das wächst exponentiell an sozusagen. Das heißt, für sehr große SNK ist so eine Rekursion sehr, sehr bösartig, ne? Das kann dann schon sehr lange rechnen und ist etwas, was man gerne vermeiden will, gerade wenn ich jetzt sagen will, wie viele Möglichkeiten gibt es irgendwie, weiß ich nicht, 1000 Geschenke in 2000 Pakete zu verteilen.
Gut, das geht gar nicht. Jedes Paket muss ja mindestens ein Geschenk haben, aber sagen wir mal 2000 Geschenke auf 1000 Pakete, da wird es schon heftig, ja. Da wollen Sie nicht anfangen, die Rekursion zu implementieren und haben nicht den ganzen Tag Zeit zu warten, bis der Rechner ein Ergebnis rausspuckt. Natürlich können Sie die Sterling-Zahlen vorab berechnen. Das ist auch etwas, wie man, was man, weil die ja sozusagen für bestimmte SNK immer wieder auftauchen, kann man die vorab berechnen und dann tabellieren. Ja, genauso wird typischerweise im Computer auch Sinus und Cosinus berechnet. Ja, da wird nicht immer wieder eine unendliche Reihe auch durchgenudelt, sondern das wird einfach sozusagen gespeichert. Und die Werte werden irgendwie gespeichert. Und das geht ganz gut, selbst für recht hohe n, das wächst ja nicht beliebig groß, können Sie diese Zahlen recht gut speichern. Aber was man auch machen kann, und das ist ganz schön, man kann versuchen, eine geschlossene Form für diese Zahlen zu finden, sowohl für die Anzahl Möglichkeiten, n Geschenke an k Kinder zu verteilen, als auch für die Anzahl Möglichkeiten, Geschenke auf Pakete zu verteilen, also diese Sterling-Zahlen. Genau. Geschlossene Form, was heißt geschlossene Form? Geschlossene Form heißt eben, dass ich eine Lösung für SNK berechne, die nicht wieder davon abhängt, dass ich andere SNK wissen muss, sondern eine Form, wo ich sozusagen, die ich direkt ausrechnen kann, wo N und K auftauchen, aber kein anderes S mehr. Ne, wo also für jede Sterling-Zahl, für beliebiges N und K, ich eine Form habe, die ich direkt ausrechnen kann. Also keine Rekursion. Und das ist nicht ganz einfach. Es gibt immer wieder Probleme, auch in vielen Bereichen der Naturwissenschaften, wo Sie sehr leicht auf rekursive Formeln kommen können. Also ganz berühmtes Beispiel übrigens sind die sogenannten Fibonacci-Zahlen. Fibonacci-Zahlen, hier mal so ein kleiner Exkurs. Fibonacci-Zahlen, weiß nicht, ob Sie das schon mal gehört haben, die tauchen zum Beispiel auf, wenn Sie die Entwicklung von Kaninchenpopulationen modellieren wollen. Und das war, glaube ich, auch das, was Fibonacci gemacht hat. Ich weiß nicht, wo er gelebt hat. Offenbar gab es da sehr viele Kaninchen. Und wie Sie das so kennen bei Kaninchen, die vermehren sich immer relativ schnell. Und da gibt es eine Rekursionsformel, mit der Sie die berechnenden Zahlen, ich weiß gar nicht, wie das heißt, Fn nennen wir es einfach mal, das sind sozusagen die Anzahl der Kaninchenpaare, die Sie am Tag n haben. Und die Rekursion sagt, das sind genau die Anzahl, die Sie am Vortag hatten, plus die Anzahl, die Sie noch einen Tag vorher hatten. Ja, wie muss man sich das vorstellen? Sie fangen mit einem Paar an. Und davor waren keine. Das heißt, im nächsten Jahr haben Sie dann auch erstmal eine 1. Dann im übernächsten müssen Sie die zwei zusammenzählen, haben eine 2, wenn also hier die nach unten die Tage immer weitergehen. Am vierten Tag haben Sie dann 1 plus 2 ist 3. Am fünften Tag 2 plus 3 ist 5. Am sechsten Tag 3 plus 5 ist 8. Am siebten Tag 8 plus 5 ist 13. Und Sie sehen schon, das geht dann recht schnell hoch. Ist 8 plus 5, 13? Ja, genau. Das sind die Fibonacci-Zahlen, nicht? Und wenn Sie jetzt, das ist wunderschön, das Modell nimmt übrigens an, dass Kaninchen nicht sterben. Also die Sterblichkeit wird einfach ignoriert. Die leben also beliebig lang. Man kann diese ganzen Modelle realistischer machen. Machen wir jetzt nicht. Es geht darum, dass es quasi eine rekursive Art, die Zahlen zu berechnen. Das ist wunderschön, lässt sich auch recht leicht ausrechnen. Einziges Problem, wenn Sie jetzt wissen wollen, wie viele Kaninchenpaare sind nach 100 Tagen da, dann sind Sie ganz schön am Rechnen. Ja, dann müssen Sie lauter Additionen machen, bis Sie sozusagen das vom 100. Tag haben. Und da gibt es auch eine analytische Formel, ja, wie die Anzahl der Kaninchen nach n Tagen ist. Wo Sie, also eine Formel, wo irgendwo das n drin steht und dann ganz merkwürdig die Wurzel 5 taucht da auf. Also es ist eine sehr erstaunliche Formel, die man nicht direkt mit dieser Rekursion in Zusammenhang bringen würde. Was ich damit sagen will, oft sind Rekursionsformeln formal sehr einfach, von der Implementierung sehr mühsam, aber aus der Rekursionsformel eine analytische Formel zu kriegen, ist nicht immer ganz einfach. Und hier werden wir verschiedene Prinzipien nutzen, um sozusagen eine analytische oder geschlossene Form für das FNK zu berechnen. Genau. Wie gehen wir da vor? Zwei Prinzipien wenden wir an. Das eine, das haben wir schon kennengelernt, ist etwas, das nennt sich Abzählen des Komplements.
Das heißt, das hatten wir schon gesehen, dass wenn ich eine Menge x habe in einem Universum U, anstatt zu berechnen, wie groß die Menge x ist, kann ich auch einfach das Komplement von x definieren, U ohne x. Und dann weiß ich, die Größe von x ist einfach die Größe des Universums ohne das Komplement. Ich glaube, das muss ich Ihnen nicht erklären. Wenn Sie hier eine Menge A haben, dann ist die Größe dieser Menge ist natürlich die Größe der Gesamtmenge minus den Außenbereich. Ne? Also das ist sozusagen völlig offensichtlich, dass das gilt. Mengentheoretisch jetzt kein Tiefsinn. Aber in manchen Fällen hilft das. Wir hatten das zum Beispiel bei der Lotterie, hatten wir das schon mal verwendet, dass wir eben zum Teil ist das Komplement einfacher zu zählen. Und so ist es auch hier, zum Beispiel, wenn ich sage, jedes Kind bekommt mindestens ein Geschenk, dann ist das Komplement davon ist die Verteilung, wo irgendein Kind kein Geschenk kriegt. Ja. Und unter Umständen lässt sich das dann leichter modellieren. Aber jetzt kommt es dazu, wenn ich dann gucke, okay, wie viele Möglichkeiten gibt es, dass irgendein Kind kein Geschenk kriegt, dann kann es sein, dass nur ein Kind kein Geschenk kriegt. Es kann aber auch sein, dass zwei Kinder kein Geschenk kriegen. Und es kann sein, dass drei Kinder kein Geschenk kriegen. Und plötzlich sehen Sie, wenn man das alles zählt, wird es auch wieder ein bisschen schwierig. Und damit man das alles auseinanderklamüsern kann, gibt es das Prinzip der Siebformel. Prinzip der Inklusion und Exklusion. Ja, das heißt, das kann man gleich auch mengentheoretisch sehen, ist auch kein sehr schwieriges Prinzip, aber diese zwei Prinzipien werden wir jetzt anwenden. Erstmal werde ich sie vorstellen, die beiden Prinzipien, und dann anwenden, um eben hier eine geschlossene Form für dieses FNK zu finden. Ich hatte es ja schon gesagt, die Anzahl der Möglichkeiten, das Komplement zu dem, was wir suchen immer eine Verteilung von N-Geschenken auf K Kinder bei diesen Fs, das Komplement, und jedes Kind muss mindestens ein Geschenk kriegen, das Komplement ist also genau die K-Tuppel, in denen mindestens ein Element nicht vorkommt. Das heißt, irgendeins der Kinder mindestens kriegt kein Geschenk. Wenn wir da nochmal zurückgehen zu der Definition von dem FNK, heißt das hier, diese Anzahl ist eben nicht mehr n, sondern kleiner n. Ja, das heißt, irgendeins taucht hier nicht auf, irgendein Kind geht leer aus. Hoffentlich nicht unser Kind. Genau. Das ist also das Komplement. Und was auch klar ist, ist, wenn ich, was ist die Gesamtmenge, ne? Was ist sozusagen hier das Omega, oder hier haben wir U, haben wir das Universum genannt. Was ist die Gesamtmenge? Das ist die Anzahl der Möglichkeiten, N-Geschenke auf K-Kinder zu verteilen. Und zwar völlig egal, ob ein Kind mehrere kriegt oder nicht mehrere, oder ein Kind leer ausgeht oder nicht leer ausgeht. Und wie viele Möglichkeiten gibt es, N-Geschenke auf K-Kinder zu verteilen? N hoch K. Ja, also hier sehen wir, das Universum ist super leicht zu zählen. Das sozusagen, wo sowohl die gesuchte Menge als auch das Komplement drin sind, das ist die Menge der möglichen Verteilung von N-Geschenken auf K-Kinder. Warum nochmal? Ganz kurz zur Erinnerung. Das erste Geschenk kann ich an N-Kinder verteilen, gibt es N-Möglichkeiten. Das zweite Geschenk kann ich an N-Kinder verteilen, wieder N-Möglichkeiten. Das heißt, für zwei Geschenke habe ich N mal N-Möglichkeiten und für K-Geschenke habe ich N hoch K-Möglichkeiten. Ja, das heißt, wenn ich die Anzahl der Verteilungen, der Zuordnung von N-Geschenken auf K-Kinder nehme, wo jedes Kind mindestens ein Geschenk kriegt, und die Anzahl, wo irgendein Kind, mindestens ein Kind leer ausgeht, dann ist das natürlich die Gesamtzahl. Das sind alle möglichen Ereignisse. Sprich, Sie sehen schon, ich kann jetzt hier vorgehen, ich kann dieses berechnen und dann ist das, was ich suche, das andere hier, ist einfach n minus das, n hoch k, n hoch k minus das. Ne? Also dieses fnk, was ich suche, ist natürlich n hoch k minus fnk Komplement, weil das Universum ist eben n hoch k. Das heißt, wir können jetzt vorgehen und dieses Komplement versuchen zu zählen.
Und das machen wir. Das ist etwas leichter, aber auch da brauchen wir eine Siebformel. Und da sehen Sie, deswegen sind diese Verteilungsprobleme, sobald ich Randbedingungen stelle, wie jedes Kind soll bitte schön nicht leer ausgehen, wird es etwas komplizierter zu zählen. Und da muss man sich dem behelfen, dass man erstmal sich auf das Komplement der Menge fokussiert. Und als nächster Schritt müssen wir die Siebformel einsetzen, um dieses Komplement auszurechnen. Genau, wie gehen wir vor, um dieses Komplement zu berechnen? Wir gehen so vor, dass wir eben das aufteilen in die Anzahl der Verteilungen, der Zuordnungen, wo genau das Kind x leer ausgeht. Und dann können wir eine Vereinigung über alle x machen. Ja, das heißt, erstmal nehmen wir das Kind x raus aus diesen n Kindern. Das heißt, wir haben dann nur noch n minus 1 Zahlen hoch k. Und das heißt, das ist die, sind die Anzahl der Möglichkeiten, die diese, was waren es? Moment. Genau, das x wird rausgenommen und dann haben wir hier und dann können wir eine Vereinigung machen über alle diese verschiedenen x. Ich lasse also immer jeweils irgendein x raus und dann habe ich hier das, was ich sozusagen hier auf vereine in dieser Vereinigungsmenge, das sind ja alle Mengen, sind Mengen, ist die Menge aller k-Tuppel, in denen x nicht vorkommt. Bei dem FNK selber war das nicht zulässig, denn jedes X muss vorkommen. Und jetzt mache ich es beim Komplement so, dass ich immer, ja, mindestens eins soll ja nicht vorkommen. Also habe ich in dieser Vereinigung nacheinander, lasse ich immer jeweils eins weg. Jetzt muss man ein bisschen aufpassen. Mengentheoretisch ist das hier richtig. Das ist das Komplement. Die Schwierigkeit ist aber, ich kann jetzt nicht einfach die Größe von dem Komplement nehmen und sagen, ich summiere über alle x und mache dann dieses hoch k, nicht? Das wäre dann, was würde da rauskommen? N mal n minus 1 hoch k. Warum ist das nicht zulässig, das so zu machen? Ne, hier habe ich ja, in dem habe ich ja n minus 1 Geschenke auf, Entschuldigung, im kommen immer mit Kindern und Geschenken durcheinander. Falls Ihnen das so geht, geht mir auch so. Genau, es waren ursprünglich n Kinder und k Geschenke. Jetzt lasse ich ein Kind weg. Das heißt, ich habe n minus 1 Kinder und muss k Geschenke irgendwie auf die verteilen. Wenn ich das mache, dann gibt es ja n minus 1 hoch k Möglichkeiten, ne? weil ich n minus 1 Geschenke auf k Kinder verteile. Schwierigkeit ist, bei diesen Verteilungen kann es sein, dass auch andere Kinder leer ausgehen. Und das führt dazu, dass dieser Ausdruck hier mengentheoretisch richtig ist. Das ist die Gesamtmenge, das ist das Komplement. Aber hier werden manche Sachen doppelt gezählt. Ja, das heißt, wenn einmal hier x1 ist, das heißt, das erste Kind soll leer ausgehen und dann verteile ich die übrigen, die Geschenke auf die übrigen Kinder, diese K-Geschenke auf die übrigen Kinder, dann kann es sein, dass in dieser Verteilung auch das Kind 2 leer ausgeht. Kann sein. Und wenn in dem nächsten Moment dann hier x gleich 2 ist und ich dann die übrigen Geschenke an die anderen Kinder verteile, kann es sein, dass da Kind 1 leer ausgeht. Das heißt, der Fall, dass Kind 1 und 2 leer ausgehen, wird im Zweifelsfall doppelt gezählt. Und da sehen Sie, wenn ich kann nicht einfach sozusagen diese Menge hier nehmen und die Kardinalität zählen und dann aufsummieren. Warum? Weil die nicht disjunkt sind, diese Mengen.
Na, diese Verteilungen sind, die ich da mache, da können manche Verteilungen, die werden einfach, tauchen mehrfach auf. Und wenn ich die mehrfach zähle, dann kriege ich eine falsche Zählung. Das heißt, das, was ich hier dann kriegen würde, nämlich n mal, es sind ja n Summanden, also n mal n minus 1 hoch k, das ist nur eine obere Schranke für die Anzahl der Verteilungen. Da habe ich nämlich eine ganze Reihe doppelt gezählt. Also es, auf jeden Fall ist das fnk Komplement ist kleiner als dieses n mal n minus 1 sogar. Und jetzt sehen Sie schon, worauf läuft diese Siebformel hinaus? Der Begriff ist ein bisschen mysteriös. Worauf läuft das hinaus? Wir machen im Grunde das, wir zählen also die Größe dieser Menge, aber wir korrigieren dann immer jeweils. Ja? Das heißt, wir gucken hier, haben wir die Anzahl, das ist, sind sozusagen alles die Mengen, wo immer das Kind x leer ausgeht. Und dann zählen wir die und danach müssen wir aber all die wieder abziehen, wo sowohl Kind x als auch Kind y leer ausgehen, weil die haben wir alle doppelt gezählt. Und dann muss man aber aufpassen, weil im Zweifelsfall hat man die auch nicht nur doppelt, sondern sogar dreifach gezählt, weil es kann sein, dass auch Kind z leer ausgeht. Und dann kommt man zu einer etwas komplexen Korrektur, die man machen muss. Das kann man, das ist hier ein bisschen mengentheoretisch jetzt dargestellt, diese Art Siebformel. Ne? Das heißt, was wir machen müssen, ist, wir müssen halt gucken, wie viele Fälle gibt es, dass sowohl 1 und 2 fehlen. Also nicht nur 1 fehlt, sondern auch 2, weil all die haben wir doppelt gezählt. Und als nächstes kann man 1, 2 und 3 betrachten und so weiter. Und immer jeweils wieder korrigieren. Ich möchte das mal ein bisschen anschaulich machen. Bei Mengen, da kennen Sie das. Ja, wenn ich also die Menge der Vereinigung A und B, die möchte ich berechnen. Das ist genau das, was wir hier haben. Wir haben eine mengentheoretische Vereinigung. Ne? Und jetzt wollen wir die Größe dieser Mengen machen. Also erster naiver Schritt, wir sagen, das ist einfach die Größe der Menge A und die Größe der Menge B. Das ist richtig, vorausgesetzt, dass a und b disjunkt sind. Das hatten wir schon gelernt. Wenn a und b disjunkt sind, dann ist die Vereinigung einfach, die Größe der Vereinigung ist einfach die Summe der Mengengrößen. Das gilt für zwei Mengen, gilt auch für beliebige viele Mengen, dass Sie immer die Summe der einzelnen Mengengrößen nehmen können, vorausgesetzt, sie sind alle disjunkt. Wenn die nicht disjunkt sind, so wie in diesem Beispiel, sehen Sie, dieser Schnitt hier in Gelb gezeigt, der ist offenbar doppelt gezählt worden. Ja? Einmal bei der Menge A und nochmal bei der Zählung der Menge B. Also muss ich korrigieren und diesen Schnitt wieder abziehen. Und dann habe ich für zwei Mengen das Ganze korrigiert. Und Sie können sich sehr leicht überlegen, dass man das auch für mehr Mengen machen kann. Und das führt genau auf diese Siebformel. Das heißt zum Beispiel, ich werde es jetzt nicht für beliebig viele Mengen machen, aber wenn wir drei Mengen haben, A, B und C, dann können wir erste Approximationen sozusagen, wie groß ist die Menge? Naja, die Größe der Menge A plus die Größe der Menge B plus die Größe der Menge C. Wunderbar, wenn die disjunkt sind, prima, dann bin ich fertig. Sobald die nicht disjunkt sind, muss ich sagen, oha, den Schnitt von A und B habe ich aber doppelt gezählt. Also ziehe ich ihn wieder ab. Den Schnitt von A und C habe ich auch doppelt gezählt, ziehe ich ihn wieder ab. Und den Schnitt von B und C habe ich auch doppelt gezählt, ziehe ich ihn auch wieder ab. Jetzt sind wir aber immer noch nicht fertig, weil man kann sich das hier vorstellen, egal welche Art Darstellung von dem Schnitt Sie nehmen, das KV-Diagramm oder dieses mengentheoretische Diagramm, ist egal. Sie können sich überlegen, wie oft zählen Sie das? Wenn Sie A, B und C addieren, dann zählen Sie dieses hier einmal, dieses einmal, dieses einmal. Dieses hier haben Sie zweimal gezählt, zweimal, zweimal. Und dieses hier haben Sie aber dreimal gezählt. Den Schnitt, wo alle drei drin sind, den haben Sie sogar dreimal gezählt. Einmal bei A, einmal bei B, einmal bei C. Ne? Wenn Sie jetzt den Schnitt von A und B wieder abziehen, dann haben Sie hier korrigiert. Das heißt, diese gelbe Menge ist jetzt 1. Diese wird auch einmal gezählt. Und diese wird auch einmal gezählt, weil die ziehen Sie alle ab. Aber in dem Schnitt von allen dreien, da haben Sie jetzt drei abgezogen, den haben Sie plötzlich nullmal gezählt. Das geht also nicht. Also müssen Sie den, wo alle drei dabei sind, den müssen Sie wieder dazu zählen, damit das dann sozusagen hier mit 1 auch korrekt gezählt wird. Und Sie sehen, wenn Sie immer alternierend den Schnitt von je zweien abziehen,
dann den Schnitt von je 3 dazufügen, dann wieder den Schnitt von je 4 ab 10 und 5 dazufügen. Sie können sich leicht überlegen, das kann man immer weiter iterieren. Wenn man also 4, 5, 6 Mengen hat, dann kann man sozusagen hier immer noch weitergehen. Und was passiert ist, dass man immer alternierend minus die Schnitte von 4 Mengen plus die Schnitte von 5 Mengen minus die Schnitte von 6 Mengen und so weiter. Das heißt, in jedem Schritt korrigiert man immer das, was man im vorherigen Schritt zu viel dazugefügt bzw. zu viel abgezogen hat. Oh, hier ist das sogar für 4 Mengen gemacht worden. Wenn Sie 4 Mengen haben, A, B, C, D, dann gibt es natürlich für den Schnitt, wo jeweils 3 Mengen dabei sind, gibt es 4 Möglichkeiten. Ne? Das sind diese 1, 2, 3, 4. Das sind genau die Möglichkeiten, wo immer eine Menge fehlt in diesem Dreierschnitt. Und es gibt immer am Ende nur noch eine, wo alle drin sind. Genau. Und das nennt sich allgemein diese Siebformel. Das geht also für 3, 4, 5, 6 Mengen, beliebig viele Mengen. Und das führt zu dieser Siebformel, dass wir sagen, wenn wir eine Menge haben, jetzt kommt sozusagen die Abstraktion für eine allgemeine Vereinigung von M Mengen, dann müssen wir, das sieht jetzt alles sehr abstrakt aus, ist aber genau das, was Sie oben drüber haben, nur sozusagen in einer Summe dargestellt. Das ist eine Summe R gleich 1 bis M. Hier ist sozusagen, Sie können sich das so vorstellen, hier ist R gleich 1, hier ist R gleich 2, hier ist R gleich 3 und bei der letzten Zeile ist R gleich 4. Didaktisch wunderschön aufbereitet, die verschiedenen ersten 4 Zeilen. Die Vorzeichen alternieren immer. Das kann man sehr leicht realisieren bei so Summen, indem man minus 1 hoch irgendein Exponent macht, den Summenexponent. Man muss nur immer gucken, fängt es mit Plus oder mit Minus an. Und wir sehen, für R gleich 1 würde ich gerne, dass es mit Plus anfängt. Ja, das heißt, die Einzelmengen werden erstmal addiert. Also mache ich minus 1 hoch R minus 1. Für diejenigen, die das nicht kennen, diese Notation, das ist einfach nur minus, plus, minus, plus, minus, plus. Wenn Sie in der Summe alternieren, kriegen Sie immer alternierende Vorzeichen. Das ist genau sozusagen das hier. Hier fange ich mit plus an, dann minus, dann plus, dann minus. Was mache ich dann? Dann nehme ich immer Teilmengen von der Gesamtmenge. Und wie groß sollen die Teilmengen sein? Die sollen immer genau R Elemente haben, diese Teilmengen. Für R gleich 1 also erstmal nur eine Menge drin, dann 2, dann Paare von 3, Paare von oder Mengen mit 4 Mengen und so weiter. Ja, das heißt, die Kardinalität von diesem I, der Indexmenge, I ist sozusagen die Indexmenge, so heißt das Indexmenge. Das sagt Ihnen die Indizes der Mengen, die ich jetzt hier in einem Schnitt zusammennehme. Und dann nehme ich einen Schnitt über genau diese Mengen und deren Kardinalität. Das ist also genau das, was hier passiert. Ja, das ist also die Siebformel hier. Und Sie sehen, das ist ein gewisser Aufwand, dass man immer so alternieren muss. Genau. Die Siebformel, Sie haben es schon gesehen, ist eigentlich sehr anschaulich. Man korrigiert immer das, was man vorher sozusagen falsch gemacht hat. Und das Ganze kann man auch per Induktion machen. Das ist hier so ein bisschen dargestellt oder zumindest skizziert. Es geht nicht wirklich sozusagen, es ist nicht der vollständige Beweis, aber Sie sehen es hier, es ist der Ansatz für den Beweis. Und was ich Ihnen empfehle, ist, das einfach zu Hause mal selber zu probieren, ob Sie mit Hilfe dieser Hilfestellung einen vollständigen Induktionsbeweis für diese Siebformel hier kriegen. Ja. Wir haben die jetzt sozusagen an einem Beispiel hergeleitet. Um das allgemein zu beweisen, muss man sich überlegen, nach was macht man die Induktion? Das ist hier relativ offensichtlich, natürlich nach M. Das heißt, die Frage ist, wie sieht die Siebformel für M plus 1 aus, wenn Sie schon wissen, dass die für M so aussieht. Sie können also annehmen, für eine Verteilung, für die Lösung mit M-Mengen sieht es so aus. Und wenn Sie M plus 1 Mengen haben, müssen Sie sich überlegen, wie das aussieht.
Und dann ist klar, Sie können dann einfach aufteilen hier. Genau, das ist die Menge. Und da, das ist sozusagen das ym plus 1. Und hier haben Sie das z und auf z können Sie letztlich die Induktion anwenden. Z ist quasi die Anzahlmöglichkeit, die Vereinigung von m-Mengen. Und das wird jetzt noch mit der m plus ersten Menge vereinigt. Genau, das ist so ein bisschen hier sozusagen skizziert, in welche Richtung dieser Induktionsbeweis geht. Ich will es jetzt nicht vorwegnehmen. Sie können sich das einfach zu Hause mal anschauen. Und da werden Sie sehen, man kann diese Aussage, die wir jetzt anschaulich an einem Beispiel exemplarisch sozusagen motiviert haben, die kann man sozusagen stringent per Induktion beweisen. Was wir dagegen jetzt machen werden in der Vorlesung, ist, wir werden diese Siebformel verwenden, um dieses FNK-Komplement zu berechnen. Also nicht das FNK, die Menge haben wir ja schon, die stand ja schon, wo stand sie? Hier, da, sondern was wir machen wollen, ist, wir wollen die Größe dieser Menge, also die Kardinalität dieser Menge berechnen. Und da haben wir gesehen, da werden eben, das ist genau der Fall, wo die Siebformel greift. Man kann nämlich die interessierende Menge FNKC darstellen als Vereinigung von Mengen. Nur leider sind diese Mengen paarweise nicht disjunkt, sondern überlappen sich. In welchem Sinne nochmal anschaulich überlappen die sich? Das sind immer die Mengen, wo jeweils irgendein Kind leer ausgeht. Aber da werden klarerweise alle Fälle, wo zwei Kinder leer ausgehen, werden doppelt gezählt. Und die Fälle, wo drei Kinder leer ausgehen, werden dreimal gezählt. Und die Fälle, wo vier Kinder leer ausgehen, werden viermal gezählt. Und genau deswegen kann man hier wunderbar die Siebformel ansetzen. Die greift also immer, wenn Sie diesen Fall haben, dass Sie eine Menge haben, die Vereinigung verschiedener Mengen sind. Und wenn Sie dann erkennen, in welchem Sinne in diesen verschiedenen Mengen Sachen doppelt gezählt oder dreimal oder viermal gezählt werden, dann können Sie genau diese Siebformel anwenden. Ja, das heißt, Sie zählen also alle die Mengen, wo Kind 1 leer ausgeht, plus die, wo Kind 2, plus die, wo Kind 3 leer ausgeht. Das sind genau diese n mal n minus 1 hoch k. Und dann ziehen Sie davon ab, die Anzahl der Verteilungen, wo genau zwei Kinder leer ausgehen. Und dann addieren Sie wieder dazu die Fälle, wo genau drei Kinder leer ausgehen. Dann ziehen Sie wieder die Fälle ab, wo genau vier Kinder leer ausgehen und so weiter. Das ist also genau die Idee, wie man hier jetzt diese Siebformel anwendet. Und das werden wir jetzt konkret mal durchexerzieren. Im Prinzip kann man sagen, jetzt habe ich es Ihnen gesagt, wenn Sie es zu Hause machen, aber oder Sie hätten sich natürlich auch schon selber überlegen können, wie die Siebformel sich hier einsetzen lässt. Aber wir machen das ganz bewusst jetzt mal gemeinsam. Wichtig ist halt allgemein, damit diese Siebformel sinnvoll eingesetzt werden kann, müssen die Schnitte hier, die müssen einfach abzuzählen sein. Ne? Der Fall, wo sozusagen zwei Kinder, drei Kinder, vier Kinder leer ausgehen, die müssen abzählbar sein. Genau. Guck mal, nicht, dass ich hier über die Zeit rede. Nee, ich habe noch ein paar Minuten. Ja, wir betrachten also diesen Fall dieser Abzählung des Komplements. Mindestens ein Kind geht leer aus. Und die Y-I ist immer die Menge, wo sozusagen genau das Kind I leer ausgeht. Nee, Entschuldigung. Auf jeden Fall, da muss man aufpassen, das Kind I geht leer aus. Möglicherweise gehen aber in der Verteilung, Sie sehen, ich mache ja hier hoch k, das heißt, die anderen verteile ich beliebig und da kann es passieren, dass durchaus auch andere Kinder leer ausgehen. Also Y-I ist quasi die Menge, wo auf jeden Fall Kind I leer ausgeht, möglicherweise noch mehrere andere.
Genau. Wenn ich jetzt berechnen will, wie ist die Kardinalität von dieser Menge, wo ich diesen Schnitt habe, das heißt, mehrere Kinder gehen leer aus, das ist genau der Fall, den ich immer jeweils korrigieren muss. Das heißt, ich habe eine Indexmenge, das sind genau die Kinder, die leer ausgehen. Die auf jeden Fall leer ausgehen, potenziell auch noch andere. Ja, wie gesagt, das Yi ist, da können immer auch noch andere leer ausgehen. Aber das sind sozusagen, ist die Menge, wo auf jeden Fall alle Kinder in der Indexmenge I gehen leer aus. Das ist genau das, was wir hier haben. Der blöde Zoom-Reminder. Kriege ich den jetzt weg? Oh, nee, so nicht. Jawohl. Genau, da, Yi ist also die Menge, wo auf jeden Fall Kind I leer ausgeht. Und der Schnitt ist, heißt, dass auf jeden Fall alle Kinder in der Indexmenge I gehen leer aus. Und die Frage ist, wie groß ist diese Menge? Und da ist klar, ich muss all diese Kinder rausnehmen und dann K Geschenke verteilen an N. Nicht n Kinder, sondern eben es sind dann nur noch n minus die entsprechende Anzahl an Kindern hoch k. Und jetzt ist was interessant, das macht das Ganze nicht ganz so kompliziert in diesem Fall. Interessant ist hier, dass bei dieser Zählung eigentlich völlig egal ist, welches Kind leer ausgeht, ob Kind 1 oder Kind 2 oder Kind 3. Die Anzahl ändert sich dadurch nicht. Was nur wichtig ist, ist sozusagen, das I sagt, wie viele gehen mindestens leer aus. So kann man sich das vorstellen. Das ist die Kardinalität von I. Das heißt, die Menge I sind die Kinder, die auf jeden Fall leer ausgehen, die kein Geschenk kriegen sollen. Und das heißt, es bleiben nur noch die übrigen Kinder, auf die ich die Geschenke verteilen kann. Und dann habe ich immer N minus dieses I hoch K. Wohlgemerkt, da kann es schon passieren, dass irgendein anderes Kind auch leer ausgeht. Das ist nicht so schlimm. Ich will ja nur zählen, wie viele Möglichkeiten gibt es dann noch, wenn auf jeden Fall die Indexmenge I leer ausgehen soll. Das heißt, wenn die Anzahl der Kinder in diesen I1 und I2 gleich ist, dann kriege ich auch sozusagen hier das gleiche Resultat. Dann ist sozusagen die Kardinalität hier die gleiche. Genau. Und das bedeutet, jetzt kann ich diese Formel anwenden. Ja, das heißt, das Komplement zähle ich. Ich zähle einfach immer die Anzahl der Kinder, die auf jeden Fall leer ausgehen sollen. Und dann habe ich dieses alternierende Vorzeichen am Anfang. Ist das I gleich 1. Ein Kind geht leer aus, dann habe ich also dann soll es aber mit 1 anfangen. Ich will also erst das mit Plus zählen. Das heißt, für den Anfang soll das Plus sein. Das heißt, wenn ich hier 1 einsetze, sehen Sie, Kardinalität I plus 1, das ist dann 2. Das heißt, das fängt mit 1 an und der nächste wird dann abgezogen, der übernächste wird wieder dazu addiert. Dann habe ich also hier entschieden, wie viele Kinder sollen auf jeden Fall leer ausgehen. Dann muss ich gucken von den N-Kindern, wie viele Möglichkeiten gibt es denn, dass I-Betrag Kinder leer ausgehen. Also zum Beispiel 3 Kinder leer ausgehen. Na, das ist 3 aus N, die leer ausgehen, auf jeden Fall. Und dann habe ich die Anzahl der Möglichkeiten, hatten wir gerade gesehen, die K-Geschenke auf die restlichen Kinder zu verteilen, N minus I-Kinder zu verteilen. Und das wird jeweils dazugefügt bzw. abgezogen. Ja. Jetzt steht hier, da muss man immer aufpassen, mittels elementarer Umformungen erhält man hieraus. Das ist nicht so ganz einfach. Das sind verschiedene Umformungen, die man da macht. Das erste ist,
dass wir mal, um die Notation zu vereinfachen, Sie sehen, hier steht immer nur I-Betrag. Und I-Betrag, das ist die Anzahl der Kinder, die leer ausgehen, geht von 1 bis n. Das heißt, ich setze einfach klein i ist hier I-Betrag. Ne? Vorsicht, genau. Das ist das Erste, was ich mache. Außerdem fangen wir bei i gleich 0 an. Eigentlich fängt die Summe ja bei i gleich 1 an. Man kann sich überlegen, wenn man 0 macht, ändert sich nichts dran, weil 0 aus n ist sowieso 0. Das heißt, man kann hier auch mit... Ah, nee, Vorsicht, jetzt muss ich nochmal gucken. Ah, ja, halt. Wenn ich 0 anfange, ist falsch, was ich gerade gesagt habe, dann kriege ich, können Sie sich überlegen, dann kommt, wenn Sie hier i gleich 0 einsetzen, dann kommt da n Fakultät raus. N hoch k kommt da raus, Entschuldigung. Für i gleich 0 kommt n hoch k raus. Warum ist das wichtig? Weil, was ich hier habe, das ist ja die Formel für fn Komplement. Hier ist schon die Formel für fnk. Vielleicht zur Erinnerung, fnk, wie unterscheidet sich das von fnk Komplement? Das war genau, hatten wir vorher gesehen. Wo war es? Das waren genau diese n hoch k. Ne? Hier habe ich es geschrieben. Aus dieser Formel, die Gesamtmenge an Verteilungen ist ja n hoch k immer. Das ist das die Größe des Universums. Das heißt, das fnk unterscheidet sich vom Komplement in dem Sinne, dass ich die Größe des Komplementes minus fnk c nehme. Und, das ist ein, und hier haben Sie eine Formel für fnk c. Das heißt, Sie müssen jetzt hier die ganzen Vorzeichen ändern, weil Sie alle, die Plus haben, werden Minus, alle Minus werden Plus und so weiter. Das heißt, alle Vorzeichen ändern sich und Sie kriegen nochmal den Faktor n hoch k. Den kriege ich aber dadurch rein, dass ich die Summe bei i gleich 0 loslaufen lasse, können Sie sich selbst überlegen, da kommt nämlich dann n hoch k raus. Eine Möglichkeit, n über i ist dann n, ist, Entschuldigung, 1 und n minus 0 ist, n über 0 ist 1, n minus 0 hoch k ist einfach n hoch k. Das ist also genau dieses n hoch k, was Sie für i gleich 0 kriegen. Und wenn Sie dann von 1 loslaufen, können Sie sich überlegen, dass das genau dem entspricht. Ein zweiter Schritt ist übrigens noch, vielleicht zur Vervollständigkeit, dass ich hier das n über i ersetze zu n über n minus i. Und dann lasse ich die Summe andersrum laufen. Also von 1 bis, statt von 1 bis n, von n bis 1. Das ist der Grund, im Moment, woran sieht man, dass es in diesem Schritt gemacht worden. Ja, ich möchte ja nicht n minus i hoch k haben, wenn i von 1, 0 bis n geht, sondern i hoch k. Das heißt, und das können Sie hinkriegen, indem Sie einfach die Summe nicht von 0 bis n, sondern von n bis 0 laufen lassen. Das kommt ja auf selber raus. Und dann einfach sozusagen das n über n minus i können Sie ersetzen durch n über i. Genau. Und dann kommt man am Ende auf diese Formel her. Und das war das fnk und wir hatten gesehen, dass es n Fakultät mal skn, diese, das waren ja diese die Stirling-Zahlen zweiter Art, ne? Stirling zweiter Art. Genau, so haben wir jetzt, also es tut mir leid, dass ich jetzt in der Zeit so ein bisschen überzogen habe, weil wir wollen ja heute das Kahoot machen. Wir sind jetzt 3 Minuten über die Zeit, aber so haben wir jetzt doch mit Hilfe der Siebformel diese Stirling-Zahlen bzw. die FNKs berechnet. In einer Formel, die eine geschlossene Formel ist. Nochmal zum Vergleich, wir hatten vorher eine Rekursionsformel für diese Ausdrücke hier, für die SNKs hatten wir diese Rekursion gefunden. Jetzt haben wir eine Formel, die geschlossen ist, in dem Sinne, dass sie nicht von den vorherigen SNK abhängt, sondern Sie müssen hier nur N und K einsetzen und können diesen Ausdruck ausrechnen. Genau. Da machen wir Schluss und beim nächsten Mal geht es dann weiter und ich übergebe an die Mona. Vielen Dank. Okay, dann springen wir gleich ins heutige Kahoot.
Das geht natürlich auch nochmal über Kombinatorik und über die Zählkoeffizienten, die wir eben heute auch gelernt haben. Es kam jetzt gerade nochmal die Frage zu dem Repetitorium. Mir ist nicht bekannt, ob es eins geben wird. Das ist ja immer so eine freiwillige Leistung von motivierten Tutoren. Oh, und natürlich haben die dann am Ende des Semesters auch viel Stress. Wenn es eins gibt, dann werdet ihr wie immer im Moodle-Forum da was drüber finden. Also in diesem Organisationsforum wird dann was dazu geschrieben. Genau. Davon abgesehen habe ich, glaube ich, nichts zu sagen heute. So, weil nochmal immer viel Fragen jetzt waren zu dem SNK und FNK. Schaut euch das nochmal in Ruhe an. Also im einen Fall zählen wir die Verteilung von einer bestimmten Anzahl von Elementen in eine bestimmte Anzahl von nicht leere Klassen, wo die Klassen nicht unterscheidbar sind. Also keine Ahnung, irgendwie so kann man sich so Päckchen vorstellen, die alle gleich verteilt sind, gleich verpackt sind. Und ich kann die nicht unterscheiden. Also eins sieht genauso aus wie das andere. Und in dem anderen Fall machen wir auch wieder die Verteilung von einer bestimmten Anzahl von Elementen auf eine andere bestimmte Anzahl von Klassen. Aber diese Klassen sind unterscheidbar. In unserem Beispiel hatten wir jetzt eben immer, wir verteilen Geschenke an Kinder. Also da ist, die Kinder sind eben unterscheidbar. Und das waren eben diese beiden Koeffizienten. Also S NK ist eben diese Sterling-Zahlen zweiter Art und genau, die sind erstmal, wenn wir die auf nicht unterscheidbare Klassen verteilen und wenn wir dann eben noch die Fakultät der Klassen dazu nehmen, dann haben wir eben die Klassen noch unterschieden. Also das haben wir schon oft gesehen, wenn wir noch die verschiedenen Klassen unterscheiden wollen, dann ist es im Prinzip so, dass wir alle Permutationen dieser Klassen noch unterscheiden. Genau, aber ich gebe zu, es ist viel, viel verschiedene Sachen und dann ist es immer mal N und mal K und dann ist wieder das andere K und das andere N. Also hier vielleicht auch nochmal der Ratschlag, sich dann nicht zu sehr an diesem N und K irgendwie festzuhalten, dass jetzt N immer das eine und K das andere sein muss, sondern dass man wirklich immer gucken muss, was sind die Objekte, was sind die Klassen und dann entsprechend das dann halt richtig rum anwenden. Okay, so, ich glaube, jetzt haben wir genügend Leute fürs Kahoot gesammelt. Dann würde ich sagen, wir fangen an. 3 zu 1, los geht's. Okay, so. Und?
Ja, naja, so ungefähr die Hälfte, ein bisschen mehr. Genau, also hier sind ja so wenige Zahlen, dass wir es eigentlich fast uns so einfach abzählen können. Wir wollen natürlich so eine bisschen strukturiertere Herangehensweise an diese Frage, auch wenn wir jetzt hier nicht 22, sondern irgendwie 300 Millionen 758 hätten. Und wie können wir das lösen? Wir können das über die Siebformel auch zum Beispiel lösen. Also wir können uns überlegen, wie viele Zahlen in 22 sind durch 2 teilbar. Also 22 durch 2 wären 11 Zahlen, 11 gerade Zahlen. Wie viele sind durch 5 teilbar? Naja, die 5, die 10, die 15 und die 20, also 4. Und ja, also habe ich 10 plus 4 wären, 11 plus 4 wären 15. Und jetzt habe ich aber 2 Zahlen doppelt gezählt. Also eben die 10 und die 20 sind ja sowohl durch 2 und aber auch durch 5 teilbar. Das heißt, es ist die Schnittmenge aus den beiden. Das heißt, diese 2 muss ich dann wieder abziehen. Also 15 minus 2 habe ich 13. Okay, so für die nächsten Fragen, die werden immer so ein bisschen lang und Kahoot hat da so eine Begrenzung der Maximallänge. Deswegen denkt euch immer davor. Also die Frage lautet immer, wie viele Möglichkeiten gibt es? Und dann kommt der Rest der Frage. Okay. Okay, naja, ja. Also hier haben wir jetzt genau eben eine der Fragen, mit denen wir uns heute so lange beschäftigt haben. Auf wie viele Arten kann ich 16 Elemente, 16 verschiedene unterscheidbare Geschenke, also in 7 nicht leere Klassen partitionieren, also auf 7 nicht unterscheidbare Pakete verteilen? Naja, und das sind genau die Sterling-Zahlen zweiter Art. Hier eben, wie gesagt, die Päckchen sind nicht unterscheidbar, deswegen brauche ich quasi die verschiedenen Permutationen der Päckchen, brauche ich nicht zu beachten. Genau, deswegen habe ich hier eben die Sterling-Zahlen zweiter Art, also S16,7. Okay, dann die dritte Frage.
So, okay, jetzt ist es angekommen. Also hier haben wir jetzt unterscheidbare Elemente in unterscheidbare Klassen. Jede Klasse, also je, sagen wir mal nicht Klassen, sondern in unterscheidbare Behälter, sodass jeder in jedem Behälter mindestens ein Element ankommt. Genau, das heißt, in dem Fall haben wir eben die Sterling-Zahlen zweiter Art, aber eben noch mit allen Permutationen der Behälter, in dem Fall der Studierenden. genau, und deswegen haben wir eben jetzt hier 6 Fakultät mal S12,6. So, und dann noch die letzte Frage für heute. Okay, also hier haben wir jetzt eigentlich im Prinzip fast den gleichen Fall wie davor. Wir haben auch wieder unterscheidbare Elemente auf unterscheidbare Behälter, nenne ich es jetzt mal, aber ohne diesen Zusatz mit dem mindestens eins. Und jetzt kann ich das wieder zurückführen auf das, auf so ein Urnenziehungsexperiment. Und zwar genau auf mit zurücklegen unter Beachtung der Reihenfolge. Ja, also ich kann, hier ist jetzt nicht gesagt, dass es in jedem Austragungsort mindestens ein Turnier stattfinden muss, sondern es könnten auch, was weiß ich, ich habe irgendwie Singapur und, keine Ahnung, Dubai und München, und aber alle 8 Turniere, noch 3 andere Austragungsorte, aber alle Turniere finden in Dubai statt und keins irgendwo anders. Genau, also solche unfairen Zuteilungen wären hier erlaubt. Das heißt, was muss ich hier berechnen? Naja, ich kann für das erste Turnier berechnen, also sagen, wie viele Möglichkeiten hat das, irgendwo stattzufinden? Naja, 6 Möglichkeiten. Genau, ich kann sagen, das zweite Turnier, wo kann es stattfinden? Naja, es hat 6 Möglichkeiten. Drittes Turnier, wo kann es stattfinden? 6 Möglichkeiten. Das heißt, ich habe 6 mal 6 mal 6 mal 6 für alle 8 Turniere. Genau. Und so komme ich dann eben auf die 6 hoch ab 8. Also Ziehung mit Zurücklegen ohne Beachtung, mit Zurücklegen mit Beachtung der Reihenfolge. Das ist quasi die richtige Urnenziehung hier. Okay, Siegerpodest. Herzlichen Glückwunsch. Joni Bro. Herzlichen Glückwunsch. Goldmedaille geht an Guguin. Congrats. Und kein Tiefsinn und zieht. Herzlichen Glückwunsch und ja, bis Donnerstag. Tschüss.